Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumfälle, und begrüße euch. Hallo Freunde. Hallo, moin, hier ist der Thomas aus Hamburg und aus der Schweiz begrüßen wir. Der gleiche wie immer, hallo. Genau, den Tobi. Und der Tobi ist nicht alleine. Tobi hat diesmal einen Gast bei sich, den Clemens Tränkle oder Clemens Niklaus Tränkle, um exakt zu sein. Und ich habe die Ehre und die Freude, Clemens vorzustellen, unserem zahlreichen Publikum, was hier jetzt ganz gespannt vor den Lautsprechern mit Spannung zuhören möchte, wer denn jetzt eigentlich dieser Clemens Niklaus Tränkle ist. Clemens, du bist ein, würde ich mal sagen, ein Multitalent. Du bist Schauspieler, du bist Model, du bist Troubleshooter im Multimedia-Bereich. Du bist Regisseur, Aufnahmeleiter, Bühnenmeister, Tontechniker, Musikinstrumentenhändler und Spezialist. Ich würde mal annehmen, für viele Dinge. Das ist total cool. Und ich entnehme deiner Webseite, dass du auch Schuhgröße 43 hast. Was exakt meiner Schuhgröße entspricht, wenn ich nicht mittlerweile Plattfüße hätte durch das lange Stehen. Icebreaker des Jahrtausends, Alter. Sehr gut, sehr gut. Ja. Aber warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Weil du auch darüber hinaus, man könnte sagen, der Kurator des Schweizer Museums und Zentrums für elektronische Musikinstrumente bist. Habe ich das so korrekt wiedergegeben? Ja, Kurator, aber es ist in dem Sinn, ich bin der Founder, ich bin der ursprüngliche Gründer dieses Museums. Also zusammen mit meinem Verein haben wir den dann gegründet vor Jahren. Und ich habe die Idee initiiert, vor Jahren ein Museum daraus zu machen, aus meiner Sammlung, die entstanden ist über etwa ein bisschen mehr als 40 Jahre. Das ist so eigentlich die Geschichte. Also Kurator bin ich nicht nur, ich bin eigentlich der Hauptsammler. Der größte Teil der Sammlung ist aus meinen aus meiner Idee entstanden, einfach die Sachen zu behalten, weil ja jedermann gesagt hat, Elektronik, alte Elektronik ist nichts mehr wert, weg damit, oder? Also in den 80er Jahren hat es angefangen, oder? Ja, und dann ging es halt eben weiter, dass wir dann vor ein paar Jahren dann gesagt haben, ich muss ja dann immer so, ist eine riesige Geschichte, das geht zu lange, das in einem paar Sätzen zu sagen, aber ich habe dann lange gekämpft, um die ganzen Waren zu behalten und konnte dann endlich in Freiburg, das Ganze aus Freiburg in der Schweiz, das Ganze mit einem Verein als Museum aufbauen. Also ihr habt natürlich auch eine Webseite, die verlinken wir auch in den Shownotes, smemmusic.ch. Genau. Und ihr habt dort auch ganz viele Unternehmen, Firmen, die euch auch mit dabei unterstützt haben, dieses Museum aufzubauen. Genau, das ist natürlich über die Jahre dann entstanden. Sobald ich dann mehrere Leute damit dabei hatte im SMEM, dann haben die Leute natürlich auch Interesse gezeigt und dann kommen natürlich auch Sponsoren dazu. Und das Interesse steigt eigentlich monatlich in dem Sinn. Wir haben ja letztes Jahr schon das sechste Jahr gehabt und haben letztes Jahr einen Innovationspreis erhalten von der Region Freiburg. Mhm. Und das sind immer gute, wie soll ich sagen, gute
so wie eine Art eine Auszeichnung. Wir haben letzte Woche den Gesamtbundesrat der Schweiz bei uns. Die waren auf ihrem sogenannten Bundesratsreisle, wie man das nennt, genau, Tobi. Ja, Bundesratsreisle, und da war der Alain Berset bei uns auch. Der ist ja auch selber Keyboard, also vor allem Keyboarder und Wurlitzer-Spieler, also E-Piano und Pianospieler. Er war auch bei uns, er ist eigentlich Nachbar. Das wäre für den Marco Buschmann. Ja. Genau, und so ist das Ganze eigentlich. Jetzt im Moment haben wir letzte Woche, also ich empfinde das als eine Art wie ein Ritterschlag, dass wir einfach da eine riesige Akzeptanz auch von seitens der Politik erhalten haben, endlich. Mhm. Also wenn man ja gerade weiß, wie das eigentlich ausgesehen hat noch vor ein paar Jahren, als es da, ich kann mich an einen Medienartikel hier im Lokalblatt erinnern, wo es wirklich hieß, okay, Sammlung vor dem Aus. Also, und jetzt steht da der Gesamtbundesrat, also die vollständige Landesregierung, repräsentativ in den Heiligen Hallen eigentlich. Genau, so ist es. Und sie sind voll. Es ist ja auch ein Stück Musikgeschichte, was ihr da sozusagen konserviert. Und wir hatten wir schon ein paar Fakten genannt? Ich glaube nicht, ne? Nein, wir haben noch keine Schatten verteilt. Also, das Schweizer Museum und Zentrum für elektronische Musikinstrumente ist die weltgrößte und wichtigste Sammlung von nicht nur Synthesizern, auch für Orgeln, Drum Machines, Effektequipment, Mischpulten, Verstärkern und anderem Studio-Equipment. Ihr habt ungefähr um die 5000 Instrumente und Geräte bei euch gelagert. Und zwar in der im Blue Factory Innovation Center in Fribourg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Switzerland. Und dort könnt ihr natürlich nicht alles ausstellen, weil ihr habt nur ungefähr 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ne? Und zusätzlich habt ihr, glaube ich, auch noch einen Playroom. Da sind auch nochmal ein paar Instrumente aufgebaut. Und nach Anmeldung kann man dort auch tatsächlich dann richtig mit Instrumenten Musik machen. Genau. Ja. Was kommen da so für Leute, um euer Museum zu besuchen? Das ist eigentlich querbeet, sehr interessierte, auch vor allem auch junge Leute, dann aber auch ältere Leute, also älter im Sinn von zwischen 50 aufwärts. Leute, die zum Teil auch, oft stelle ich fest, Leute, die damals keine Mittel hatten oder keine Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren, also in den 80er, 70er Jahren, weil die Sachen ja so teuer waren. Und da konnte man das sich nicht leisten. Und heutzutage, wenn Sie ins Museum kommen bei uns, können Sie gewisse Sachen, zum Beispiel mal ein Minimoog ausprobieren. Das war damals ja ein sauteures Teil. Das hat irgendwie um die 6.000, 7.000 Dollar gekostet, oder? Und in den 60er Jahren war das so viel. Ja, ist richtig. Aber damals war der Geldwert war komplett anders. In den 60er Jahren waren 6.000 Franken, also es war viel, im Prinzip viel mehr, oder? Da konnte man damals Auto verkaufen damals. Ja, richtig, genau, ein Auto. Und das ist genau der Unterschied. Und solche Leute kommen auch. Und eben, es kommen sehr viele junge Interessierte, also querbeet, sehr viele Kinder. Wir haben auch viele Schulen. Wir haben ja so Unterrichtskonzepte. Ja, genau. Die wir machen, und wir haben auch spezielle Instrumente jetzt gebaut, also so die farbigen Instrumente, Oszillator bis zum VCA haben wir alles nachgebaut, so Riesenteile, wo man auf einen großen Knopf drücken kann, um zu sehen, was da passiert. Das sind einfach so, und die sind auch sehr beliebt, die Teile. Ja, also es sind so viele Leute interessiert, und es geht natürlich, wie du sagst, auch extrem weit das Ganze, weil meine Idee ist ja dahinter, dass ich nicht nur gesammelt habe, um einfach Hardware zu sammeln und Software, sondern auch um die gesamte Geschichte zu abzubinden. Genau, abzubinden im Sinn von, das ist für mich, ist das mehr wie eine Pyramide, also ein Goldschatz in dem Sinn, das heißt einfach unsere Musikkultur, oder? Unsere Moderne ist da eigentlich verpackt im Sinne von der Musikgeschichte. Also auch die Bands und die Musiker, die
Und ich habe oft, also viele Musiker persönlich gekannt. Zum Teil kenne ich sie immer noch, sie sind nicht alle weg, aber viele sind schon gestorben, oder? Und das wird natürlich immer wie interessanter, je länger also die Zeit verrinnt, desto interessanter wird diese Sammlung, diese Pyramide, wird immer wie wertvoller im Sinne von Zeit. Geschichte, genau. Zeit, Musikgeschichte. Ja, genau. Die ist ja, wenn man sich mal so die, ich sag mal, die Popkultur der letzten, ich sag mal, der letzten 100 Jahre so anschaut. Mhm. Oder der letzten 80 Jahre, sagen wir 80 Jahre, das kommt ungefähr hin. Das, mhm. Da ist ja die Entwicklung der elektronischen Musikinstrumente ist ja eng mit dem Fortschreiten oder mit dem sich entwickelten Musikstilen verbunden. Ne? Also ohne Sampling kein Hip-Hop, ohne 303 kein Acid House. Also das hat schon, das befruchtet sich auch alles immer irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Ne? Und natürlich die Menschen, die die Musikinstrumente halt auch verwendet haben und teilweise auch verwenden, wie sie vielleicht nicht unbedingt gedacht waren, ne? Vom Hersteller. Genau. Ja, das ist, glaube ich, das ist schon faszinierend, wenn man das mal so kompakt an einem Ort sehen kann. Und ich vermute mal, dass ihr da auch bestimmt auch irgendwie so Schautafeln habt, wo man dann halt sehen kann, so ein Minimoog, der ist ja in unzähligen Pop-Hits verwendet worden. Ja. Ja, wir sind dran, das aufzubauen, das ist eine Riesenarbeit. Wir haben da junge Leute dann, den Michael zum Beispiel, der macht das, der studiert das Ganze her. Und der ist eigentlich vom Fach, das ist ein Musikwissenschaftler. Und ich selber bin ja auch also ein Spezialist, bezieht sich auf die Musikinstrumente, was du vorhin angetönt hast. Mhm. Also eine meiner Spezialitäten sind auch Musikinstrumente und ich habe das eigentlich von der Pike auf die Musikinstrumentensachen einfach gelernt, oder was es alles gibt, wie das zusammenhängt. Und im Speziellen ist bei mir das halt auch mit der elektronischen Musik Geschichte sehr spezifisch. Da bin ich irgendwie reingerutscht. Und das hat sich bei mir natürlich einfach manifestiert. Und ich habe das irgendwie im Blut, weil mein Großvater, der war ja Elektriker und Elektroniker. Und anscheinend war er sogar Elektromotorenbauer in Deutschland. Er kommt ja ursprünglich aus Deutschland. Habe ich lange nicht gewusst. Und das ist meine Affinität zu diesen Geräten auch. Die ist bei mir eigentlich, ja, genetisch bedingt, kann ich fast sagen. Ja. Das tönt ein bisschen speziell aus. Ist so, genau, das ist eben schon. Und eben die Elektronik, Elektrik ist halt einfach eine fantastische Geschichte. Wenn man überlegt, dass der Synthesizer 1759 erfunden wurde, eigentlich schon über 250 Jahre alt ist, offiziell, oder? Mit dem Klasse Elektrik. Jean-Baptiste Laporte hat ihn ja damals erfunden in Frankreich. Also an der Grenze auch eben, so die Schweiz ist auch ein bisschen involviert gewesen, oder? Also die, ich sag jetzt mal die Vibes, oder? Aber ein Franzose hat es eigentlich erfunden. Das Original steht ja immer noch in Paris im Museum. Und ich habe mir seit Jahren gewünscht, so ein Klasse Elektrik zu besitzen. Und wir sind jetzt, irgendwann ruft mich doch mein, wie soll ich sagen, Museumsleiter an, der Christoph, und sagt, du, ich habe einen Klasse Elektrik. Da sage ich, was willst du eigentlich? Was soll der? Willst du mich verarschen? Und so, nein, ich habe einen Klasse Elektrik, eine Kopie eines Klasse Elektrik habe ich heute erhalten, zwei Stück sogar. Ich sage, mach mich nicht fertig, du verarschst mich. Dann bin ich ein paar Tage später, reise ich anderthalb Stunden nach Fribourg, also Freiburg in der Schweiz, und da steht ein Klasse Elektrik, also zwei Versionen von dem Teil, als Kopie, die einzige Kopie dieses Teils. Und das, bei mir ist eh so, ich ziehe das Zeug an, ich hab irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, die Geräte kommen alle zu mir, ich habe alle irgendeine Verbindung zu den Leuten, zu den Musikern, zu den Instrumenten. Und es ist verrückt, wie das läuft. Das ist für mich wie eine, ist Magic, oder? Ich kann es auch nicht erklären. Aber es hat einfach
Ich habe schon oft auch Geräte mir gewünscht. Etwa vor einem Jahr habe ich irgendwie gedacht, ja, ich habe fast keine PPGs. Wolfgang Palms Superinstrumente habe ich früher immer verkauft im Laden. Ich habe hier fast keine. Plötzlich kriege ich ein Telefon aus Dubai. Kollege dran. Der Michael auch. Michael ruft an und sagt, ja, was ruft du aus Dubai? Das kostet mich ein Vermögen. Nein, nein, ich habe Spezialleitung. Ja, du, ich hätte da ein Dings von einem anderen Freund von mir, hätte ich einen 360. Und ich so, klingt super. Ja, ist zwar defekt, aber kannst gar nicht sagen fürs Museum. Die so, hä? Was, wie geht das? Also eben so. Und das läuft seit Jahrzehnten, also bei mir seit Jahrzehnten so. Da hat's Leute, habe ich, bin ich, oder ich gehe irgendwie, ich weiß auch, ich gehe irgendwo auf den Markt und dann irgendwo steht irgendein Gerät und ich kaufe das und später stelle ich fest, das ist ein total seltenes Teil, irgendwas, was zu meiner Sammlung passt, und aber ich kann es halt nicht erklären, aber das ist, ja, das Glück auch, dass ich das so, oder dass ich die Sachen anziehe, also, ja, auch wirklich, also die Sachen kommen zu mir und wollen in diesem Museum sein. Das ist ein bisschen esoterisch, aber es ist so. Das könnte man nochmal diskutieren, aber ich glaube, das wäre ein eigenes Podcast-Thema. Ja, da könnte man ganz viel zu sagen. Ich weiß genau, was du meinst. Man gibt etwas ins Feld hinein an Energie und man kriegt ebenso viel zurück. Ja, genau. Das ist so, wenn man... Ja. Ich möchte gerne einen Parkplatz haben. Ich wünsche mir jedes Mal, sage ich ganz laut im Auto, ich möchte gerne da und da einen Parkplatz haben. Es klappt jedes Mal. Ich kriege jedes Mal einen Parkplatz. Das ist der Wahnsinn. Ja, das glaube ich nicht. Das ist verrückt, oder? Ja, und wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, bin ich zu meinen ganzen Musikinstrumenten gekommen. Ich habe mich dann, ich hatte kein Minimoog, aber ein Minimoog Voyager. Mhm. Ich habe den vor Jahren, hatte ich den riesigen großen Wunsch, so einen zu besitzen. Und das hat dann irgendwann, ich habe da recherchiert, mir das angeschaut, habe gespart. Und dann hat es halt irgendwann funktioniert, weil irgendwann, ne, man gibt die Energie rein und es kommt halt irgendwann wieder zurück. Aber, also da können wir, glaube ich, noch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Absolut, absolut. Sehr, sehr spannendes Thema. Manifestieren. Ja, genau, das Manifestieren. Das ist die Manifestation, genau. Ja. Stimmt, ja. Hat alles mit Schwingungen zu tun, ja, das stimmt. Ja. Das auf jeden Fall. So wie bei Musik arbeiten wir mit Frequenzen und das, ich glaube, dass das bei Wünschen, dass das irgendwie ähnlich strukturiert ist. Absolut. Ja, es steht auf eurer Webseite, vom SMM steht, dass ihr hunderte von ikonischen Instrumenten und tausende von obskuren habt. Wo steht denn das? Was wäre so ein Beispiel für ein obskures Instrument? Ein obskures Instrument? Wie das ist jetzt gerade spontan. Was habe ich? Ein Zentrum habe ich zum Beispiel. Das ist so ein MIDI-Controller mit so Pads drauf. Und da kann man einfach draufhauen, und das ist dann im Prinzip, man kann es chromatisch einstellen, man kann es aber auch irgendwie umprogrammieren, ich weiß gar nicht mehr wie was, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, das trägt man so wie eine Gitarre, und dann kann man das spielen, kann den Rhythmus machen. Ich habe das oft auch angewendet bei Live-Shows, bei meinem Kollegen damals, bei Thomas Kuberski, da haben wir zum Teil so Schar-Konzerte, also Schar-Fan-Konzerte gegeben in Belgien und so. Habe ich das oft eingesetzt als Rhythmusgerät, oder? Also so mit Pad-mäßig, da kann man so draufhauen mit den Daumen und der Handfläche und den Fingern, oder? Und so Perkussion machen. Das ist gerade jetzt aus dem Bauch so ein obskures Teil. Ja, was gibt's noch? Die Drummaschine aus den 50ern? Die Drummaschine aus den 50ern? Oh ja, genau, ja, das habe ich gerade auch im Moment. Die erste Drummaschine, die Wurlitz Sideman. Das ist eine Drummaschine aus den 50er Jahren, von 1959, mit Röhren drin. Also die haben Röhrenoszillatoren, um die Klänge zu machen oder so.
einfach einfache Bongos und Kick und Snare Drums und so so Simples, einfach so das Übliche, was damals dann später der Korg gemacht hat auch, aber mit Transistoren. Die Sidemen ist natürlich so ein Wahnsinnsteil, das hat so ein... Ja, sieht aus wie ein riesiges Radio als Lötunfall. Genau. Mit so einer offenen Scheibe, wo quasi so eine Metall, so quasi so eine Metallplatte im Kreis läuft und die Sachen triggert. Genau, ja. So ein Motor drin, der triggert dann diese Scheibe, und das ist eigentlich wie so ein mechanischer Plattenspieler, der Kontakte hat, oder? Ja. Das habe ich, glaube ich, mal gesehen beim Mom Lugner Computer. Ja, Lugner Mina Computer. Er hat eines vorgestellt, genau. Der hat es bei mir auch gesehen dann. Und hat es hat bei mir sehr ausgeflippt. Also ich war schon nicht da in diesem Moment, aber er hat ja ein Video gedreht und das ist ja viral gegangen, wie wahnsinnig, oder? Ja. Ja, und dann. Ja. Hast du diese Stücke, die bei euch im Museum sind, hast du davon jedes einzelne tatsächlich, ja, man könnte sagen, beschafft oder warst bei der Beschaffung mit dran beteiligt? Ja, dass eigentlich du wirklich also jedes Teil kennst? Ja, also bis vor, jetzt sage ich mal, etwa zwei Jahren habe ich praktisch alles selber gekauft im Leben. Also ich war ja Händler oder bin immer noch Händler für Occasions, also Secondhand Musikinstrumente und auch eben Instrumentenspezialist, und ich bin immer noch auf Märkten unterwegs und auch im Internet zum Teil, und ich sehe halt immer wieder Sachen und für mich ist das je nachdem einfach, das muss ich haben, das ist einfach ein Must, oder? Jetzt und das sind natürlich neue Sachen raus, ne? Ja, natürlich, aber das kommt dazu. Und auch bei den alten Sachen. Ja. Von Soma Labs oder Erika. Erika, genau. Sind's. Ja, Erika sind wir auch ein Teil gesponsert, soviel ich weiß. Ich habe die neuen Sachen, habe ich nicht alles so im Griff. Das haben die Jüngern von mir, also vom Verein gemacht, oder? Ich glaube, Erika sind sie immer auch. Wir haben Novation, haben wir irgendwas, Arturia. Gewisse Unterstützungen kriegen wir dann. Ich fand das sehr witzig, übrigens im großen Regal mit den Drum Machines plötzlich ein Drum Brute Impact zu sehen. Da wird man dann so, wo der Link ins Moderne kommt, weil das ist mir aufgefallen, als ich ja neulich da war, dass das Museum schon noch so ein bisschen in den, sagen wir mal, mittleren Nullern beginnt aufzuhören, weil da quasi so momentan so die Schnittstelle ist von hier ist es günstig oder hier werden die Sachen noch abgestoßen, kann repliziert werden, digital, whatever. Und darüber, glaube ich, der Teil muss erst noch so kommen, oder? Das ist korrekt, ja, das haben wir natürlich auch. Ist bei mir dann auch rein wirtschaftlich, ging ja das dann nicht mehr. Ich hatte ja damals auch die Probleme, ich konnte mir nicht mehr. Früher war ich ja wirklich aktiv Keyboard-Händler auch. Ich habe ja sehr viel, zum Beispiel Korg habe ich sehr exklusiv auch für die Region Basel verkauft und vertrieben, oder? Und später habe ich dann natürlich dann nicht nur Keyboards gemacht, sondern eigentlich alles, also die gesamte Instrumente, also von der Blockflöte bis zur Kirchenorgel habe ich ja gehandelt später, oder? Und dann habe ich nicht mehr so viele wenn die Frankfurter Messe war ich an der Frankfurter Messe und habe mal von jedem Stück sicher eins gekauft, natürlich zum Weiterverkaufen damals. Und dann habe ich oft halt auch dann gewisse Sachen habe ich dann auch selber behalten im Studio, hatte auch ein Studio damals. Aber. Und so ist das auch ein bisschen gewachsen. Aber wie Tobi sagt, die neuen Sachen konnte ich nicht mehr alles chronologisch aufsammeln, weil es wurde ja dann immer wie mehr, oder dann, und dann kam man immer wieder unter, es kam irgendwie so ja kurz, wahnsinnig viel, wahnsinnig, oder? Ja, ja. Ja, genau, und es ist wahnsinnig viel auf den Markt gekommen, ich sag mal so in den letzten 20 Jahren. Das ist so, als ob der Synthesizer-Markt irgendwie explodiert ist. Ich glaube, dass es mittlerweile mehr neue Synthesizer gibt, als es früher alte Geräte gab. Also, ja, das ist so. Definitiv. Ja. Ja, das stimmt. Also vor allem auch von den Marken her, es hat viel, viel mehr Diversifizierung gegeben, oder? Früher hast du einfach ein paar Marken, hast du Moog, Korg gehabt und Roland, und das war dann mal dann schon, die Leute haben schon
Ich habe damals mit Ansonic und so Zeug angefangen, oder die speziellen Sachen. Die Leute, was sind das? Ansonic kenne ich gar nicht, oder? Oder Emu oder so Zeug, oder? Und das, wir haben das sehr spezielle Sachen, habe ich dann auch angefangen zu verkaufen. Das war damals, waren das eigentlich schon Exoten, oder? Ja. Aber es geht natürlich weiter, es geht immer weiter, und viele Leute sagen ja, es gibt nichts Neues, und sie sagen, das ist nicht wahr, das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, auch technisch gesehen. Das Ganze wird ja verbessert. Es gibt softwaremäßig so tolle Sachen. Ich habe es gerade vorhin mit Tobi ein bisschen davon gehabt. Es gibt extrem tolle Sachen. Das muss ja nicht alles nur Hardware sein. Die Kombination ist das, was es auch macht. Ich bin, by the way, großer Fan von der Computerwand im SEM. Was auch will ich einfach so, ja, halt ein halber Lagerraum ist der Softwareentwicklung gewidmet, oder? Wo du jetzt CD-ROMs akribisch hintereinander gestapelt, oder? Also ich glaube, gerade der Teil, den ich ja musikhistorisch auch total spannend finde, oder? Und das sagst du richtig. Ich möchte kurz reingrätschen, weil wir können gleich nochmal gerne so zum Museum zurückkommen, aber vielleicht, weil ich die Frage gerade sehr, sehr passend in der Thematik finde. Ich war ja da, oder? Und du, wir haben sehr gut connected am Punkt, wo ich einfach Enjoy the Silence auf einem ausgeschalteten E-Max natürlich reingehauen habe, weil das klar ist, also das ist unglaublich verwurzelt mit der musikalischen Entwicklung. Aber wenn wir es jetzt heute betrachten, denkst du, es ist nochmal möglich, in der Art die Musikgeschichte durch Hardware oder durch eigentlich sichtbare, sag mal, elektronische, aber halt haptische Instrumente zu prägen? Oder denkst du, hier ist der Rechner schon so präsent, dass uns das eher in Softwareform erhalten bleiben wird, oder? Ich blicke da nicht ganz drüber. Also was denkst du, wird musikhistorisch bleiben von den jetzigen Jahren, die ja sehr, sehr aus der Box eigentlich auch definieren? Oder gehst du anders ran und sagst, ja, die Behringer Schwemme wird uns auch in den Museen begleiten, jenseits des Dokumentationscharakters, sondern wirklich stilprägend für die Musikszene? Also ich meine einfach, die Geschichte ist sehr, in dem Sinn, ich denke, die Kombination von alten und neuen Instrumenten ist sehr wichtig. Ich habe da eigentlich mit Uli Behring, das ist auch ein Gentleman Agreement, haben wir mal gemacht, dass ich kenne den Uli auch vom Internet. Wir haben ein paar Mal geschrieben, vor Jahren schon. Und ich bin ein bisschen in losem Kontakt mit ihm, und er macht ja wahnsinnig tolle Sachen. Und ich habe damals, das kann ich jetzt rauslassen, denke ich, habe ich ihm eigentlich einen französischen Synthesizer vermittelt, den er unbedingt nachbauen möchte oder wollte, und den hat er jetzt mittlerweile auch nachgebaut anscheinend. Aber funktioniert noch nicht ganz, aber es wird demnächst sein, oder? Und wir haben damals ja gesagt, der Uli war sehr interessiert an meinem, was meine ich, er wollte es eigentlich mir mehr oder minder auch sogar abkaufen, sag ich jetzt mal so salopp, oder? Er hat einfach Interesse gezeigt, und ich wollte einfach partout. Ich konnte auch nicht, weil ich den Verein hatte, und ich hatte Abmachungen auf Lebzeiten. Ich habe das Ganze ja dem Verein vermacht in dem Sinn, und konnte das nicht so machen. Und dann sind wir so verblieben, dass er eigentlich die alten Geräte eigentlich neu baut, zu kostengünstigeren Version, vielleicht sogar verbessert. Und ich auf der anderen Seite würde einfach meine Sammlung komplett ausbauen, dass wir die Original haben. Das ist so ein bisschen ein Gentleman Agreement unter uns geworden. Und ich bin da auch nach wie vor am Arbeiten an dem, oder? Oder dass ich das die Sammlung ausweiten möchte, also mit meinen Leuten zusammen. Und die Uli-Dinge, die er macht, die sind ja auch hammermäßig, die sind verbesserte Versionen zum Teil. Und ich finde das sehr interessant, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke, dass man in Zukunft auch die Geräte eigentlich den jungen Generationen zur Verfügung stellen kann und nicht immer dann schauen muss, dass man ein Original kriegt, die ja notabene auch oft, sie sind eigentlich anfällig. Sie sind sehr anfällig, aber sie sind oft reparierbar, aber sie sind also wirklich extrem anfällig und kostenintensiv zum Handeln, oder? Also rein zum, wie sehe ich es jetzt mit, auch eben
einfache Sachen wie Kontakte oder dann irgendwelche Bauteile, die kaputt gehen. Jetzt fängt es an, dass gewisse TTL-Chips, CMOS-Chips, das sind die kleinen schwarzen Dinger, so ein bisschen einfach ausgedrückt, dass die anfangen zu sterben, halt einfach altersbedingt. Und das wusste man natürlich, oder wusste man noch nicht, oder vor 20, 40 Jahren wusste man nicht, dass das passiert. Man hat einfach verbaut. Ja. Ja. Das geht dann einfach, irgendwann geht das Zeug kaputt, rein aus thermischen Gründen oder einfach rein aus Materialverschleißgründen, ja. Aber eben, ich denke, die Zukunft wird sein, dass wir einfach mit den alten und neuen Sachen vor allem neue Wege gehen, vor allem auch haptische Sachen, wie du sagst, das ist für mich auch immer noch ein ganz weiter, darum habe ich auch so Exoten zum Teil gekauft, wie eben so ein Zendrum zum Beispiel oder auch Theremins oder so Spezialsachen, genau. Das ist auch was, genau. Tobi hat gerade was ausgepackt. Ich habe gerade hier meinen Jouer Pro Black, das war so eine französische Bastelbude. Genau. Die haben hier mit austauschbaren Pads auf einer RFID-Gummifläche gearbeitet. Wo ich halt auch denke, wie gesagt, das ist der Aspekt des Anfassens, oder? Des Auswechselns. Ja. Wo ich halt auch so, also ich persönlich komme ja vom Haptikpunkt. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Letztes Mal, als ich in Freiburg war, Freiburg in der Schweiz, ja, der Witz ist langsam durch. Ich glaube, wir könnten jetzt von Fribourg reden und jeder weiß, worum es geht. Aber ja, wo ich halt auch gesagt habe, weil ich komme schon rein altersbedingt, oder? Also wir sind, glaube ich, bin ich tatsächlich, du bist doppelt so alt wie ich. Und ich komme wirklich von einer anderen Seite. Bei mir hat sich halt irgendwann die Situation entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte die Inputs, möchte ich wechseln. Ja. Sound, ich bin dankbar, dass ich Hive habe, ich habe die Diva. Ich brauche nicht viel mehr. Also ich bin eigentlich dankbar, wenn ich das Gerät, mit dem ich den Input setze, und das ging ja halt in den 80ern war das eine, oder auch in den 70ern, das war die Frage des Equipments, nicht die Frage des Input-Geräts, also nicht die Frage des, also die Klangerzeugung und der Input, die waren ganz, ganz krass miteinander verwoben eigentlich, oder? Und das durch MIDI zuerst und später durch USB und die ganze Computertechnik loszulösen. Ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Neuzugang, aber da ist, dass du absolut. Deswegen habe ich auch die Behring in Frage gestellt. Da denke ich auch wieder, dass wir durch die Möglichkeit, dass wir jetzt eigentlich replizieren können und das gute, alte eigentlich auch günstig dem Nächsten zur Verfügung stellen. Und wir können Schülerbands mit Polyaids ausstatten, wenn sie dann kommen, mit DeepMinds oder mit dem neuen Juno-Klon. Und du kannst eigentlich eine 80er-Retro-Band heute gründen für Schüler, die die Sachen fallen lassen. Oder? Und ich glaube, das ist aber auch, oder auch gerade im Zeitalter, wo man denkt, ja, es ist eh alles im Laptop, es ist eh alles. Allerdings glaube ich, dass rein von der Art und Weise, wie man an die Sachen herangeht, ist diese Wertehaltung, die wird sich auch auf die Musikszene niederschlagen. Und sei es nur in absolut grottigen YouTube-Videos, wo die Leute einfach eine 808 laufen lassen. Oder? Also wenn das ich jetzt bei TikTok so durchgehe, und wir wissen ja alle, interessenbasierter Feed, sehe ich viele Leute, die Musik machen. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, es gibt sehr viele Leute, die halt ohne DAW arbeiten, die haben dann halt irgendeinen Sequencer, irgendeine Groovebox und haben dann halt von Roland eine 808, aber dann daneben steht ein Behringer 303. Und die haben flippen aus und haben Spaß da dran. Und ich denke mir so, cool, das hatten wir vor 20 Jahren halt mit den Geräten auch. Und da merke ich einfach so, wenn die Geräte halt wieder auf dem Markt sind und günstig sind, dann holen sich die Leute die und haben den gleichen Spaß und sind genauso kreativ, wie wir damals waren, wo die Sachen ja auch billig waren. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hast du eine 303 für 120 Mark gekriegt. Ich meine, da habe ich mich zwar nicht so in viel Musik interessiert, weil ich einfach zu jung war, aber es gab diese Zeit. Die war ja auch mal totaler Ladenhüter. Massiv. Am Schluss haben die kaum verkaufen können. Ich mag mich entsinnen. Wir haben damals die 303, hat glaube in der Schweiz 690 Franken gekostet. Das war etwa. Heute 690 Euro. 96 Euro, ja. Damals war es ein bisschen anders. Ja, muss man vorstellen. Und damals habe ich die 303, ich glaube die billigste 303, habe ich damals gekauft auf dem Flohmarkt damals. Ich habe leider meine ausgeliehen, habe sie immer noch nicht zurückgehalten.
Das kennen wir, gell? Und die habe ich damals für 30 auf dem Flohmarkt gekauft. Mal vorstellen, 30 Stutz. Das war Wahnsinn. Und damals keine Sau. Und das, ich konnte den damals nicht mal im Laden verkaufen. Die Leute das wissen. Ich habe einen Deck-7, ich bin digital. Ja. Keine Chance. Ja, so lief das damals. Ja. Mal schauen, was der Arkai Rhythm Wolf in 20 Jahren wert ist. Sagt nichts, ja. Das steht auch noch auf meiner Liste, das stimmt, ja. Ja, aber das ist eben genau der Punkt, oder? Aber es ist ein bisschen verrückt, oder? Ja. Also ich glaube, dass wir uns mit elektronischen Musikinstrumenten in einem, ich sag mal, ähnlichen Feld bewegen wie bei den elektrischen Gitarren oder Klavieren oder Trompeten. Wie lange gibt es eine Klarinette schon? Seit 400 Jahren, seit 500 Jahren? Ich denke auch, vielleicht 400 Jahre sicher. Ich denke, dass sich auch Synthesizer auch die nächsten hunderte von Jahren noch weiter in Hardwareform entstehen werden und gebaut werden. Vielleicht mit anderen Materialien, die vielleicht umweltfreundlicher, nachhaltiger sind und vielleicht auch Instrumente, die man vielleicht leichter warten kann. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Aber ich sehe auch noch kein Ende der Fahnenstange. Das wird immer weitergehen. Nehmen wir mal zum Beispiel so den von Hartmann, den Neuron. Ja, genau. Da sterben ja mittlerweile auch die Mainboards regelmäßig weg, weil da die Kondensatoren kaputt gehen. Hast du halt hier einen im SEM? Ja, da kannst du aber hingehen und dann das Mainboard ersetzen. Ja, muss man Anpassung vornehmen. Aber ja, das läuft. Ja, genau. Ich muss ihn mal untersuchen. Ich habe ihn im Moment, habe ich ihn nicht im SMAM. Ich habe ihn beim Kollegen. Also wir haben den zusammen mal gekauft. Ja, ich muss mal gucken, dass er nicht stirbt. Ja. Oder was ja auch zu beobachten ist, das ist so die Entwicklung von Hybriden. Mhm. Ganz neu jetzt, Ableton Push 3, das ist ja schon so eine Hybrid aus Computer, wo du die einzelnen Bauteile, du kannst die CPU auswechseln, du kannst die Festplatte auswechseln, du kannst das Mainboard auswechseln und du hast aber auch da quasi eine Hardware-Oberfläche, so ein MIDI-Controller mit fest verbaut und ganz wichtig, die Software, die sich ja auch jetzt über mehrere Jahrzehnte, kann man sagen, ja doch, sind glaube ich schon mehr, also mindestens ein Jahrzehnt, sich entwickelt hat. Sind bald zwei. Bitte? 2006, sind bald zwei Jahrzehnte. Genau. Oder war es sogar 2004? Ja, genau. Ja, ich glaube, auf das ein oder andere Jahr kommt es jetzt nicht drauf an. Aber was man halt hier sehen kann, ist, dass da jetzt ein Instrument entstanden ist, und so vermarktet Ableton das ja auch, dass da jetzt ein Instrument entstanden ist, was wirklich multifunktional ist. Und ich glaube, das war das, was damals die Gründer von Ableton eigentlich als Vision hatten, dass die eigentlich so ein Instrument haben wollten. Ist aber nie die Technologie noch nicht so weit war, um das halt so zu realisieren. Deswegen haben sie es erstmal rein in Software. Wer weiß, wie die nächste Version von Push aussieht, wie Push 4 aussieht. Also da sollte jetzt, ich fand es ja schon mal geil, dass sie den modular gemacht haben. Also das sollte jetzt auch länger keine neue Version geben, wie lang, also sagen wir so, wenn die so lange hält wie der Zweier, das waren fast 8 Jahre, dann ist das eigentlich super. Aber du kannst ja wirklich unten quasi dann den Push umdrehen, CPU, Mainboard raus, alles etc. Und ich denke da halt, wenn jetzt noch irgendeine Firma mit ihrem ARM-Quatsch auf Apple Level kommt. Also das ist ja das Problem. Apple Silicon ist dicht. Die rücken das nicht raus. Oder wenn jetzt irgendeine andere Firma hier hinterherkommt und statt irgendwie so einen pupsigen Atom halt will ich mal eine starke ARM-CPU reinwandert, oder? Dann sieht das auf Push-Ebene ganz anders aus. Und im Moment sieht das momentan so aus, dass dir weder externe Plugins abspielt, noch überhaupt Samples in einem eigenen Drum-Rack. Das ist so, ich weiß nicht, ob es ein Bug in der Firmware ist, aber ein Kollege von mir regt sich gerade grauenhaft darüber auf. Aber ja, ich glaube, die haben da durchaus ein bisschen zukunftsmäßig gedacht, oder? Auch ausgehend, aber du hast natürlich recht. Vierer, keine Ahnung, was dann passiert. Wir sind ja auch jetzt gerade in einer so derben Entwicklung, KI-mäßig, wo ich denke, ja, dieses Jahr hat Luftrum noch Witze drüber gemacht. Nächstes Jahr
könnte das ganz anders aussehen. Und ich persönlich bin an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich sage jetzt persönlich lieber einem Plugin weniger Reverb, anstatt mich mit Density, Size und Mix rumzuschlagen. Also, weil es einfach... Einfach nur Musik machen. Und ja, oder? Und das erklärt halt auch so ein bisschen den Erfolg der Grooveboxen, weil die ja teilweise da mit Makroreglern arbeiten für solche Geschichten. Ne? Oder wenn ich hier meinen Polyboot, der hier bei mir steht, nicht mir den anschaue, die haben da ja auch eine sehr gut klingende Effekteinheit. Da kannst du nicht die Density einstellen beim Reverb. Das ist schon vorgegeben vom Hersteller und ich bediene das Ding quasi über Makrofunktionen, ne? um dass es halt immer irgendwie optimal klingt dann natürlich. Ne? Ja, wollen wir nochmal zum Museum kommen? Okay. Macht ihr im Museum auch, ich sag mal so Musikevents oder generell Events, dass ihr da vielleicht so einmal im Jahr ein größeres Event macht, wo dann ganz viele Leute kommen? Und ja. Also wir haben verschiedene. Also ich habe ja da die Fiona, die ist da eigentlich angestellt, die macht das. Und sie hat eigentlich ein relativ großes Programm. Da ich ja nicht in Friedberg selber lebe, kann ich oft die Sachen halt nicht unbedingt mit selbst hosten. Ja, das ist eine Sache, oder? Aber sie macht das, sie hat extrem ein Programm auch. Wir haben ja dann pro Jahr haben wir so Residenzen. Wir hatten ja bei uns schon Lego-Welt, wir hatten, ich weiß den Namen alle nicht auswendig, ihr müsst einfach der Seite schauen, diese ganz viele eigentlich junge Musiker aus Deutschland und Österreich überall. Letztes Jahr hatten wir einen Afrikaner, der ist, glaube ich, der Einzige, der Synthesizer baut in Afrika. Den hatten wir als Residenz, oder? Und wir haben ja auch Ist das der mit dem Modularsystem? Ja, genau, das ist er. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Den habe ich gesehen. Ja. Der hat so einen YouTube-Kanal. Ja, der ist super. Genau, der war bei uns. Und ich habe leider, ja, es ist ein bisschen ab und zu, gerade die Zeit nicht habe, kann ich nicht jeder Mann oder jede Frau persönlich begrüßen, leider. Das ist ein bisschen schade, weil ich halt eben da nicht am gleichen Ort wohne und dann immer eine gewisse Anfahrtszeit oder ich habe ja auch noch andere Jobs, die ich mache oder und dann kann ich nicht alles realisieren, leider, oder? Aber es läuft eigentlich sehr viel und wir haben dann auch die 3 Jahre haben wir gefeiert, das war letztes Jahr schon, ja, haben wir auch 3 Tage lang total gefeiert und mit Konzerten und der Ding war hier, der Modularbauer aus Genf, Gavi sind, oder? Er war hier und noch andere Leute, die dann Konzerte gaben und Workshops und Zeug, oder? Das ist eigentlich die Fiona, die das macht. Und wenn jemand Interesse hat, sich dann zu melden, ist kein Problem, einfach Kontakt aufnehmen und sie wird das entsprechend bearbeiten und schauen, dass wir da mal was machen können dann. Und wenn jemand eine Residenz möchte, kann er das in dem Sinn mieten, also eben aus Afrika war, glaube ich, sogar 4 Wochen. Letzten Sommer war er hier und hat das gemacht. Und Lego Welt war auch mehrere Wochen, glaube ich, da. Und eben, das ist alles in dem Sinn open. Man muss es einfach mit ihr koordinieren, oder? Wir sind da offen auch für alles möglich. Wir arbeiten ja eben mit Schulen zusammen, auch mit den Musikschulen schweizweit eigentlich. Bern, Zürich, Basel, wenn möglich, wenn das geht. Oder? Das ist alles, das sind offene Dinge oder auch andere Events in der Schweiz, die wir dann entsprechend kooperieren mit diesen Events. Oder? Aber ich bin da nicht so ajour in dem Sinn, also ich kenne mich da zu wenig aus. Ich bin da auch nicht so in der Szene aktuell, oder? Ich war früher da mehr in der Musikszene als heute. Man hat ja da irgendwann auch keine Kapazitäten mehr, oder? Und ist dann dankbar, wenn man das wie auslagern kann an diejenigen, die das für einen übernehmen, oder? Genau, das ist der Punkt. Und ich habe ja auch
mit meinen schon mittlerweile 60 Jahren habe ich gewisse andere Sachen machen müssen, um überhaupt hier hinzukommen, oder? Und konzentriere mich jetzt halt auch mehr auf die Sammlung noch und weitere Akquisition beziehungsweise auch die ganze Instandhaltung der Sammlung auch, ja genau, das ist ein wichtiger Faktor. Und auch vor allem ich bin ja dran, quasi ein Buch zu schreiben, beziehungsweise unsere Homepage so aufzugleisen, dass alle Informationen, die eigentlich in meinem Kopf sind, endlich mal auf dem Papier beziehungsweise auf dem Computer sind, dass die nächste Generation das nutzen können. Wir sehen ja sonst nichts, wenn das die ganze Erfahrung von mir und meiner Generation dann mit uns quasi verschwindet. Das bringt ja nichts, oder? Das ist noch ein langer Weg. Genau. Damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage fast komplett beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, was plant ihr für das Museum in der Zukunft? Aber das hast du eigentlich schon beantwortet. Also wir sind dran. Wir haben das im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Was ich persönlich noch plane, das ist immer ein bisschen so ein Hickhack, weil wir haben im Moment schon wieder ein bisschen mit der Verwaltung. Die wollen ja uns quasi die Playroom-Geschichten, die wollen sie uns in ein paar Jahren dann das Lokal quasi platt machen und Wohnungen da draufstellen. Da haben wir dann wieder Probleme, dass wir neue Räumlichkeiten suchen müssten, oder? Ist natürlich auch eine Frage also es geht nicht so schnell, aber wir müssen trotzdem auch immer kämpfen, dass wir Unterstützung erhalten. Also wir sind nach wie vor am Suchen von auch Sponsoren, also in Form von Geld. Und also pro Jahr kriegen wir natürlich extrem viel Geräte einfach geschenkt als Donation. Das ist natürlich auch toll. Weil mittlerweile, wenn man das Image dann hat, und nicht nur das Image, wenn wir das auch wirklich so machen, dass wir Geräte... Verlässlichkeit, genau. Ich habe ja den Leuten immer gesagt, irgendwann will ich mal ein Museum machen, und dann habe ich den Leuten die Sachen relativ preiswert abgekauft, oder? Wenn es ging, oder? Oder oft haben sie auch gesagt, ja komm, nimm's mit, und wenn du ein Museum machst, ist es okay, oder? Und das wollte ich auch, das wollte ich erfüllen, diesen Wunsch, und das habe ich auch gemacht, oder? Und es ist mir immer sehr wichtig, weil die Leute sind ja, das sind Musiker, die haben ja mit dem gelebt, die haben mit dem gearbeitet, den Instrumenten, den Werkzeugen. Und für mich ist das ganz wichtig, dass das halt auch eben für die weiteren Generationen, dass die Vibes weitergehen und dass die Instrumente halt da weiterleben in dem Sinn, oder? Das ist ja, das beflügelt auch, ne? Wenn man dann mal absolut. So ein Museum besucht und sich da umschaut. Da kommt man auch auf andere Ideen in vielfältiger Form, ne? Was ja auch, wir hatten darüber gesprochen, Energiefelder, jedes der Instrumente bringt ja auch seine Geschichte mit. Also nicht nur die Geschichte der Entstehung, aber so ein Instrument, so ein Musikinstrument hat ja auch eine Geschichte, von wem es benutzt wurde, wer auf dem Platz in der zweiten Epoche vor allem auch. Bitte? Oder? Ein Platz in der Zeitepoche vor allem auch. Und was so sich eigentlich, also was sich so drum versammelt und dann selbst damit oder im Kontext Dinge macht. Oder du hast mir da große Dinge erzählt. Also ich kann es so empfehlen, wenn man wirklich einen guten Besuch will, dann muss man mit Clemens und idealerweise nicht allzu vielen Leuten darunter gehen, ins Schaulager, weil momentan hast du das nur getrennt. Du hast mir ja gesagt, du möchtest mittelfristig die Leute mit Beltpacks ausstatten, wo du quasi einfach einen Kopfhörer einsteckst und dann den Synthesizer direkt vor Ort anspielen kannst. Aktuell sind das noch so 6, 7 stöckige Regale, wo eigentlich alles nebeneinander liegt. Und gewisse Sachen kann man mit Clemens Unterstützung natürlich im Schaulager auch anwerfen. Gruß an den GX1. Andere, also der Rest ist halt im Showroom und da präsentierst du eine Auswahl. Du hast mir aber eben auch gesagt, dass du das will ich auch im Lager selbst zugänglich machen möchtest, oder? Und das, was du vorher gesagt hast, mit dem Informationen weitergeben, jetzt jenseits von, okay, du stehst hier unten, oder? Und er erzählt dir, will ich, also du stehst 2 Stunden da und wir sind noch nicht aus dem ersten Gang eilig raus, oder? Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Gänge, oder? Und dann will ich
von links bis rechts komplett zugestapelt, oder? Und Clemens, wir sind knapp bei Endzonig und Clemens erzählt die Geschichte davon, wie die Endzonigs vertrieben hat, das, was du vorher kurz angesprochen hast. Oder? ja, und da kann ich mir auch vorstellen, dass das dauert eben. Falls jemand Endzonig auf dem Gebrauchtmarkt sieht, kaufen, wenn es im guten Zustand ist. Großartige Instrumente. Ja, man muss Flauke Lorenz die letzten davon wegkaufen, bevor sie auf der Bühne explodieren. Ja, das ist eben die Geschichte, ist schon so. Ja, es braucht einfach noch viel Effort, es braucht noch viele Mittel, also nicht nur finanzielle, auch vor allem junge Leute, die bei uns auch mitmachen. Ich habe jetzt auch wieder zum Glück auch ein paar Leute wieder gefunden, immer wieder, die kommen aktiv. Ich habe gerade heute mit dem Xavier, das ist ein Mann, etwa um die 65, schätzungsmetrisch, ein ehemaliger Nagra-Ingenieur. Der hat für Nagra. Nagra ist die beste Schweizer Firma für Tonbandgeräte. Die haben ja so die großen Nagra 4 und so gemacht für. Und dank Heinbach kann man sie jetzt auch nur noch zu unerschwinglichen Preisen kaufen. Genau, danke Heinbach, das ist richtig. Ja, also ich habe auch nicht Heinbach, aber ich habe Nagra in meiner Sammlung, also eines auf jeden Fall. Und das waren auch Top-Geräte, und es ist immer noch, die meisten Spielfilme wurden mit Nagra vertont. Hollywood sind übrigens auch designtechnisch absolute Obersahne. Also die sehen wirklich, wirklich super aus, und ich glaube, die sind auch ziemlich gut gebaut, also auch sehr haltbar gebaut. Extrem, also die Schweizer Qualität, die gibt's oder gab es wirklich. Sie gibt sie schon noch, aber es gab sie. Ich habe sie letztlich eine alte Revox von 1949 noch als Donation gekriegt, und ich muss sagen, unglaublich. Das Zeug, einfach handgemachte Knöpfe, also messingpolierte Knöpfe aus Massivmessing und so Zeug. Das ist unglaublich, was die Herren und Damen damals gebaut haben. Das ist wirklich toll. Aber damals war die Qualität generell extrem, oder? Jetzt bin ich weggedriftet. Moment schnell. Ich habe gesagt, das ist nicht so schlimm, das macht nichts. Ja, genau. Da sind Spezialisten drin. Eben, sie so viele Informationen immer. Eben mein innigster Wunsch ist natürlich immer noch, ich hatte ja früher ein Vintage-Studio bei mir hier in Basel, oder? Das haben sie immer da mal irgendwann auch ein Kollege hat mir das an den allerwertesten Geräten, sage ich mal auf Deutsch. Und dann, das möchte ich natürlich auch beim SMEM wieder angliedern. Das geht mir auch sehr, ich bin ja auch in dem Sinne auch Toningenieur und Tonliebhaber, habe ja viele Sachen auch produziert. Und das ist was, das ich mir noch wenigst wünsche, auch noch in den nächsten Jahren. Ein Tonstudio, Vintage-Tonstudio mit Synthesizer und Bindung und die Möglichkeiten, einfach die, vor allem die Vintage-Effekte und Tonbandgeräte und das ganze Mixing Output-Equipment, dass ich das wieder einsetzen kann, weil das ist einfach fantastisch, das Zeug ist extrem cool. Also auch um das wieder quasi haptisch vorzeigen auch zu können, nicht nur einzusetzen, sondern auch das Ganze drumherum wie nochmal plastisch, oder man kennt es ja, oder man kann das digital irgendwie versuchen nachzubilden, man kann Bücher lesen, man kann Videos drüber schauen, aber das so vor sich zu sehen, das geht mir als extrem digital fokussierter, ich würde jetzt nicht sagen Minimalist, weil du weißt, wie die Bude hier aussieht, aber so, das geht mir auch mir als eigentlich extrem effizienter Mensch, denke ich, dass das plastisch nochmal vor sich zu haben, das nochmal nachvollziehen zu können, auch zu sehen, das hat was ganz Eigenes. Das ist richtig, das ist genau der Unterschied. Ich habe das wieder gemerkt, dass ich dem Bundesrat das Mellotron vorführte. Das hat schon, es ist ein Wahnsinn, oder? Ich habe dann in kurz erklärt, wie das entstanden ist, oder? Also eigentlich der Ursampler, oder? Deckel auf, ja, 150 oder noch mehr Kilo an, wie soll ich sagen, Holz und ein riesen Capstan-Welle, Motoren drin und
zweimal 35 Tonbänder drin. Das Mellotron hat in seiner kompletten Ausführung hat ja 1260 Samples drin. Oder? Das stellt man sich gar nicht vor. Man sagt dann immer, ja, Mellotron, das ist ja nichts. Aber 1260 Samples, mal vorstellen, oder? Das ist, also wenn man es rechnet, sind das pro Taste drei Sounds. Und wenn man das große hat, das Mark II, kann man die Bänder, kann man an sechs Stellen umschalten. Das heißt also 6 mal 3 sind 18, mal 35 sind 630, mal 2 sind 1260 Samples. Unglaublich. Da sagt mir mal einer, dass man damals nicht Möglichkeiten hat. Das war 1963, in meinem Geburtsjahr, muss man sich mal vorstellen, ja, 1963. Und das ist ein Wahnsinn. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert und dann kommen Leute und sagen, ja, vergiss doch diesen alten Scheiß. Und man sagt, A, ist es nicht alter Scheiß und B, ist es völlig auf der Höhe. Heute ist mal alles verschoben. Ja, und du musst die neuen Sachen, den neuen Scheiß ja auch durch den alten Scheiß betrachten. Und dann bekommt beides wie noch eine zusätzliche Ebene drauf. So ist es, genau das ist der Punkt. Und wenn man dann sieht, was man im Prinzip schon machen konnte und wie das dann entstanden ist. Weißt, die Beatles haben ja damals das Chamberlain, original hieß es ja Chamberlain, das war ja Chamberlain, der das Mellotron 1946 erfunden hat. Man muss vorstellen, 1946 hat das erfunden in Amerika, ist dann 1963 rüber in die UK und hat gemerkt, dass seine Tonköpfe scheiße waren und hat dann die Bradley Porters in England kennengelernt und diese Jungs haben damals super gute Tonköpfe hergestellt. Und dann haben sie zusammen das Mellotron entwickelt, oder? Und dann ist er dann wieder zurück nach Amerika und die Bradley Porters haben das Mellotron dann von England ausgebaut und sind dann mit dem eigentlich bekannt geworden, weil die Beatles dann ein Mellotron gespielt haben. Und dann mit Sgt. Pepper's, mit dieser Flöte, die jedermann mittlerweile kennt, weltberühmt geworden. Und später haben dann all die anderen Bands, Genesis, Yes, also Lake & Palmer, Barclay James Harvest etc., haben alle die Mellotrons gespielt, oder? Und heute spielt das jeder Zweite, wenn man ein Sample hat, oder? Ja, aber es ist eine ganz spezielle Maschine, auch um sie zu spielen, ist speziell, wie du sagst, haptisch. Mellotron kann man nicht einfach pianistisch spielen, auch nicht organistisch, man muss es mellotronistisch spielen. Man muss ganz speziell es gibt keine Anschlagdynamik, es gibt einfach eine Anschlagtechnik, die man lernen muss auf dem Mellotron. Ja, wir haben ja beide damals einen Jazzpianisten auf einem Prophet, was glaube ich, T8 gesehen, oder? Wurde auch willig, oder hast du auch gemerkt, ja, doch, die Leute kommen von wo, aber die Sachen fordern auch so etwas ein bisschen von einem. Ich glaube, das ist etwas, wo allein schon das Wissen, das Wissen um den historischen Kontext, aber auch um die Möglichkeiten und die Optionen, die man damals eben nicht hat, dass man das so mit rüberträgt in sein eigenes Arbeiten und dadurch auch, und ich habe das von, du sprichst regelmäßig von den neuen Künstlern, und ich habe das, wenn ich mich richtig erinnere, von Jamie XX, habe ich es im Kopf, der auch meinte, oder dass das Upright Piano, das ich mir eines Tages ins Wohnzimmer gestellt habe, oder das hat mein Verhältnis zum Klavier geändert, wie ich es auf den digitalen Geräten spiele, die ich halt über die Bühne wuchte, oder? Aber das aber, du detoxst von sowas nicht, oder? Das gilt einerseits natürlich für die akustischen Instrumente, aber es gilt auch für die Sachen, die quasi als Gesamtes entworfen wurden. Ich muss hier Dave Smith zitieren, der mal meinte zu seinen nicht vorhandenen Modularambitionen, Ferrari baut ja auch nicht nur das Lenkrad. Ja, das ist eine gute Aussage, in dem Fall er da so sehr, sehr innovativ, aber er hat da sich auch an seine Ideen gehalten, so wie ich das sehe, und das hat er auch gut gehabt, dass er das so gemacht hat. Ich denke auch, ich meine, der Bob Moog hat dann sich ja eigentlich dann fast alles, er hat ja auch dann die Theremins kopiert, die auch original von Theremin gebaut wurden, als RCA um die Jahrhundertwende damals, oder? Da hat sie dann ja wieder neu aufgelegt. Und der Moog war ja eher der auch ein bisschen Kopiist, oder? Und der war sehr, sehr innovativ, halt schon meines Erachtens. Vor allem auch die ganze Geschichte mit Sequential, wo er dann die
Das erste Effektgerät, das Programmierbare, habe ich auch 2 Stück im Museum. Das waren so die, so ein Riesenteil, oder? Ich glaube, 3 HE oder so mit einem Digital Delay drin und Chorus und Flange und was ist noch alles drin, Distortion. Das war das erste Programmierbare, ist eigentlich ein Effektgerät, also ein umgebauter Prophet 5. Also, in Effektgerät. Das ist ein Oberhaus. Ja, genau. Einfach Dings drin, statt Oszillatoren oder einfach dann Effekte drin, oder? Die waren auch programmierbar, ähnlich wie beim P5 mit dem entsprechenden, also die gleiche Technologie, oder? Und das war dann einfach sehr, sehr wegweisend damals, noch sehr globig, noch sehr teuer. Und, aber er hat da viel innovativer gearbeitet, meines Erachtens. Und auch die MIDI-Geschichte, das kam ja alles eigentlich aus mehr oder minder seiner Küche, zusammen natürlich dann mit allen. Ja, das, die MIDI-Geschichte war ja dann endlich mal eine der wenigen Normen, die enorm geblieben sind. Das ist interessant einfach. Wir haben auf der ganzen Welt, wir haben deutsche Industrienorm, DIN, die ist ja schon lange, gibt es schon lange nicht mehr. Außer der Stecker, weil wir so viel Stecker gehabt haben, haben wir dann die MIDI-Norm draus gemacht. Oder? Das ist auch ein Trick dann. Also das war eigentlich ein clever Trick, Recycling-Trick, denke ich mal. Ja, aber ich finde es so interessant, wie das immer läuft mit der, oder gelaufen ist mit der Musikelektronik, oder? Und es ist auch so sehr interessant für mich. Ich bin da am Rand, ich bin ja noch nicht so, also ein bisschen nicht ganz so alt, aber ich habe das Ganze noch eigentlich live erlebt als junger Mann. Ich bin ja mit 20 quasi eingestiegen in diesem Business oder in dieser Welt, oder? Und das hat mich natürlich schon sehr fasziniert. Und dann später natürlich auch, dass ich die Leute, ich habe Bob Moog persönlich noch gekannt, oder? Also gekannt, für ihn an der Messe gesehen und Hallo gesagt und Dave Smith auch. Und viele andere auch, also Jim Marshall und all die Leute. Oder auch die viele Geschichten, weil wir waren ja damals, ich war damals in meiner Firma, habe ich den ersten Synthesizer-Laden, der eigentlich in der Schweiz führend war, und dann also in der Süddeutschland, GSM Elektronik war eine Riesenfirma. Und wir haben da ziemlich viel auch Umsatz gemacht, sehr viel. Geschichten haben wir auch. Wir haben einen eigenen Synthesizer entwickelt, damals den Millionizer. Das war eine Geschichte auch ganz speziell. Und auch das habe ich natürlich immer weiter in diese Materie reinschauen können, oder? Jetzt bin ich wieder am Anfang gelandet. Also vom Ding her ist es sehr interessant, wie man. Ja? Gab es den zu kaufen, den Millionizer, oder war das nur ein Projekt? Nein, den gab's zu verkaufen. Da hat sogar, soviel ich weiß, der Erfinder, Walter Müller, hat ihn ja Stevie Wonder verkauft, 3 Stück, soviel ich weiß. Also hat er immer gesagt, aber ich denke, es ist richtig. Der hat damals Suzuki hat den gebaut, später. Wir haben den hier in Basel entwickelt, Hardware und Software. Und eben mein ehemaliger Chef, der Ronald Schlimme, der ist ja immer noch, der lebt immer noch hier in Basel auch. Den muss ich unbedingt mal jetzt besuchen. Genau, das habe ich schon lange. Und er hat den eigentlich entwickelt, die Software geschrieben. Er hat auch andere Geräte entwickelt. Und letztendlich auch, habe ich vor allem vom Kollegen dort eine Memory Mux Software hat er geschrieben, eine verbesserte. Also so wie Rudi Lin, wie sage ich Lin? Lienhardt heißt der bekannte Moog-Spezialist bei mir, oder? Der hat auch so eine Software geschrieben, also der Ronald hier in Basel. Und ist auch ein Synthi-Spezialist und hat den Millionizer aufgrund eigentlich, wir haben damals in Roland, es war eigentlich ein Pro-Maus, haben wir ein bisschen adaptiert, so einen analogen VCO-Synthesizer mit 2 Oszillatoren. Und der Millionizer ist ein Blas-Synthesizer, da ist eigentlich aufgebaut, ist ein Harmonika-Synthesizer, der hat so auch eine sehr spezielle, so sieht aus so wie eine Tastatur mit entsprechend Knöpfen oben drauf. Und dann hat er so einen Slider. Mit dem Slider kann man die Tonhöhe bestimmen.
Und wenn man bläst, dann wird es laut. Und wenn man saugt, dann wird es entsprechend leise in dem Sinn. Also es sind Blaswandler drin, oder? Und das System wurde entwickelt eigentlich zum Steuern von Rollstühlen. Das wurde ursprünglich eigentlich die, was war die Idee? Das war ein Nebenprodukt aus eigentlich der Handicap-Industrie, also der Industrie, die Rollstühle und Sachen herstellt, oder? Also Gehhilfen quasi. Also, oh, ja. Mhm. Man ist nachher mit einer MIDI-Schnittstelle ausgerüstet worden. Der Richtige, 2000. Genau, der hatte von Grund auf eine MIDI-Schnittstelle drin, genau. Mhm. Und eigentlich wollte man später MIDI-Millionizer nur MIDI-Controller auf den Markt bringen, hat dann aber irgendwie nie geklappt. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber, und dann irgendwann hat sich das Ganze verlaufen. Das Ganze wurde, es gibt, ich glaube, einen Engländer, der ihn noch mehr oder minder spielt. Es gibt zwar immer noch einige Modelle, die rumschwirren. Also ich habe meinen eigenen damals gekauft. Ich habe einen dann gekauft. Also einen der ersten gebauten. Ich habe gesagt, ich will einen für mich auch, weil ich habe ja mit gearbeitet an den Prototypen. Ich habe die Originalprototypen, habe ich noch. Die Elektronik von den beiden und den originalen Roland Thomas habe ich auch noch im SMEM. Das sind die Originalteile. Mhm. Ja, es ist auch eine essentielle Schweizer Musikinstrumenten, wie soll ich sagen, Baugeschichte, kann ich sagen. Wir haben ja nicht von extrem viel Hersteller in der Schweiz, aber wir waren einer der Hersteller, ja, damals. Mhm. Ja. Ja, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden. Wollt ihr noch ein bisschen? Nee, wir haben eine Stunde und 6 Minuten. Eine Stunde und 6 Minuten, na gut. Das geht. Das schaffen wir. Ich habe meine Fragenliste nämlich schon fast abgearbeitet. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Okay. Was macht Clemens, Multitalent, wenn er mal nicht arbeitet, in Anführungszeichen, oder elektronische Musikinstrumente sammelt? Was machst du zur Entspannung, Clemens? Was mache ich so? Entspannung, schlafen. Das mache ich auch gerne. Also, okay. Ich kann es nur empfehlen, als mit meiner Reisenerfahrung, schlafen ist das Wichtigste im Leben. Viele Leute sagen immer, schlafen, wenn man tot ist, dann sage ich, das ist Bullshit. Man muss wirklich lange schlafen, ist ganz, ganz wichtig. Also Schlaf ist auch die Lösung der meisten Probleme, sage ich jetzt mal. Also nicht ganz aller, aber der meisten. Also psychischer und auf physischer Ebene sowieso. Aber ich mache natürlich schon noch andere Sachen. Ich bin eigentlich im Sternzeichen Zwilling, aber ich bin überhaupt kein Zwilling. Ich bin irgendwie 5 oder 6 Ling oder noch mehr 8 Ling, weiß ich auch nicht. Ich habe so viele Interessen. Also mich interessiert eigentlich alles. Ich bin einfach ein extrem interessierter Mensch generell, neugierig und einfach, ja, wie meine Mutter oder meine Eltern waren das auch. Die sind beide auch, meine Mutter war, bis sie 90 wurde sie letztes Jahr, sie war so interessiert an allem. Und ich, für mich ist die Freude und die Neugier, also zuerst dachte ich immer, sei die Neugier, sei der Lebensfunke, aber es ist eigentlich die Freude, schlussendlich die Freude. Wenn man neugierig ist, ist man automatisch auch, hat man Freude an was. Also wenn ich was interessiere, ich habe ja das Naturja-Teil von bei Tobi, das ist einfach das ist spannend, wenn das so blinkt und wenn ich da spreche und das ist, ich habe das Teil noch nie live gesehen, nur in Katalogen, jetzt sehe ich das mal live und das ist cool. Und das freut mich einfach, oder? Und ja, das macht dann eben auch kleine Sachen.
Und das ist einfach, das heißt dann genau, was du meinst. Ich habe auch schon zu meiner Familie gesagt, ich müsste eigentlich irgendwie, der Tag müsste irgendwie 36 Stunden haben. Genau, genau. Und die Woche 10 Tage statt 7. 10 Tage, ja. Damit man sich mit allem beschäftigen kann, damit ich mich mit allem beschäftigen kann, wofür ich mich eigentlich interessiere. Und das ist nicht nur Arbeit. Ne? Das Schlimme ist ja, man muss es dann irgendwann auch filtern, oder? Und gerade Leute, die das halt so ein bisschen intuitiv machen, oder was weiß ich, ich habe es regelmäßig, wo mir Leute einfach sagen, Tobi, bitte stopp. Das ist wahnsinnig spannend, aber ich kann nicht mehr. Ja, oder einfach so, ich kann das nicht nachvollziehen, das stimmt. Genau, also du möchtest es ja auf irgendeinem Punkt auch nicht nachvollziehen. Du möchtest einen Punkt machen, du möchtest quasi die Sachen stehen lassen. Also es muss ja nicht mal beim Vorurteil stehen bleiben. Es muss ja wieso stehen bleiben bei so, ja, ich habe mir jetzt da so eine Ansicht gebildet, bitte schmeiß die nicht noch dreimal um. Aber gleichzeitig ist darin halt auch eine wahnsinnige Schönheit drin. Ja, das ist richtig. Das ist aber, ich denke einfach, das ist, das Leben ist einfach, ich weiß, wie soll ich sagen, zu kurz, um es in dem Sinn zu verschlafen, obwohl ich viel schlafe, aber ich schlafe aus physischen Gründen, oder? In dem Sinn mehrheitlich, und den Rest nutze ich natürlich schon, dass ich einfach halt viel Gedanken mehr mache und auch über die Sammlung und die Möglichkeiten und all die Geschichten. Ich bin halt schon eigentlich im Herzen auch sicher auch ein Musiker, ein Produzent natürlich auch, weil ich produziere ja auch andere Sachen. Und das ist für mich einfach sehr wichtig, dass ich was, letztendlich bin ich Künstler, oder ich will was Kreatives machen, oder? Und das hängt mit der Neugier zusammen, oder? Die Neugier ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wenn man nicht neugierig ist und keine Freude hat, dann kann man auch nichts generieren, oder? Mhm. Künstler, der negativ eingestellt ist, wie will er die Leute entsprechend unterhalten, wie will er die überhaupt motivieren? Das ist unmöglich, oder? Du kannst ja, das ist das Wichtigste, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das ist scheißegal, wie das die Kunst, also die Kundschaft, beziehungsweise das, die Zuhörer oder die Zuschauer oder was immer auch, wie man die behandelt, das muss ich gerade sagen, stopp, das stimmt einfach nicht. Wenn man als Musiker oder als Künstler das, was man reingibt, quasi also das, was aus einem entsteht und rauskommt, das beflügelt die Leute mit und tut sie entweder positiv oder negativ beeinflussen, oder? Und wenn man Scheiße reingibt, also quasi Scheiße produziert, dann sind die Leute genauso angepisst und reagieren entsprechend, oder? Also das nie auf der Bühne irgendeinen Schrott rauslassen und irgendwie sagen, ihr seid alles vollwegs, oder? Sonst heißt man Klaus Kinski. Genau, man kann mal so ein Extrembeispiel zu bringen, ja, hat genau. Das Publikum teilweise beschimpft, das und beschimpft, hat dafür ja auch entsprechend einstecken müssen, ne? Richtig, genau. Und der Klaus war halt auch ein bisschen verrückt, oder? Also war wirklich ein verrückter Charakter. Ich habe ihn persönlich nicht gekannt. Ich kenne nur seinen Sohn. Ich habe seine Biografie gelesen. Ja, okay, alles klar. Und ja. Er hat schon, ja, naja, problematische Kindheit gehabt und ist deswegen auch ein bisschen, ich will nicht sagen verrückt, vielleicht könnte man sagen entrückt. Entrückt, ja, ich denke auch. Und er hat auch ein bisschen zu viel von gewissen Sachen genommen, die er lieber nicht hätte nehmen sollen, denke ich. Ja. In den 60er Jahren. Klassischer 68er, ne? Genau. Ich kenne Leute, die mit denen zusammen gewohnt haben. Ja, wirklich? Sogar, ja. In der WG. Ja. Hm? Aber, ja. Freiwillig? Freiwillig, ja. Heftig. Ja. Ich habe eben vor ein paar Jahren, ich da ja Filme und so, habe ich mit seinem Sohn gearbeitet und da haben auch alle gesagt, oh, das ist der junge Kinski. Und alle so zuerst. Und dann habe ich ihn kennengelernt und das war gerade das Gegenteil. So ein absolut total lieber Kerl und total guter Schauspieler. Ich mag ihn sehr. Nicola, oder? Und da ist überhaupt keine Spur von Klaus, überhaupt nichts und überhaupt nicht entrückt, wie du sagst. Das ist ein gutes Wort. Ja, und da hat es anscheinend hat er das, ja,
nicht mit in die Wiege gekriegt, zum Glück. Ich glaube, hat er seine Kinder großgezogen? Weiß ich gar nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, ich habe noch nicht nachgefragt. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, leider. Ja. Ich denke es nicht, ja. Ich glaube, man ist halt auch immer auf einer Art Produkt seines Umfelds, aber auch Produkt dessen, was man aus seinem Umfeld beschließt zu machen. Also, das Umfeld gibt einen Input, aber den Output hat man immer noch zu einem gewissen Grad, natürlich. Je älter man wird, desto bewusster. Aber man hat ihn auch zu einem gewissen Punkt gerade in der Hand. Also ich kenne Leute, die sind konservativ aus 68er Elternhäusern rausgelaufen und das absolute Gegenteil, oder? Ich glaube, das ist sogar der typischere Weg, als einfach nur jetzt in irgendwelche Fußtapfen zu treten, oder? Und trotzdem nimmt man dann auch ein bisschen das natürlich aus der Kindheit, dem Elternhaus natürlich auch mit. Ja. Mhm. Stimmt, ja. Ja, das sind die Sachen. Aber eben, das gehört natürlich auch zum Künstlersein, dass man ein bisschen extravagant ist, ein bisschen schräg. Aber ich denke, ich denke, das Wichtigste ist auch, dass man authentisch bleibt. Das ist für mich auch immer sehr wichtig. Dass man menschlich bleibt, das denke ich, ist das Wichtigste. Genau. Ja, das ist noch wichtig, hast du recht, ja. Menschlich oder authentisch, das stimmt. Genau. So ist es. Ja. Und damit? War das jetzt Rammstein? Ja. Wegen dem rollenden R, die Roboter. Wir sind die Roboter. Das hört sich aber schon. Die Rammstein Maxi-Version. Sehr gut. Also gibt es doch hier einen kleinen Arschloch, der Typ, der das dort die Cartoons gemacht hat. Da gibt es auch dann diese Hitler-Verarschung. Walter Mörs. Er ist wieder da. Es ist so genial gewesen. Ich kenne meine Rechte. Das ist geil. Da musste ich gerade dran denken, wie er das eher gerollt hat. Ich kann das übrigens nicht. Mach den Sack zu. Es ist total spannend, aber ich glaube, wir verabschieden das müssen wir jetzt auslagern. Unseren Gast, Clemens. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft nochmal wiederholen können. Wenn es dein dicht vollgepackter Terminkalender auch zulässt. Es ist super, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und okay, ich auch, ja. Ich würde sagen, liebe Zuhörer, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Das war mehr als interessant. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dum, 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 und so weiter. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.